mit vollen Segeln in die neue Welt und wieder zurück. Verehrte Ehrengäste und Freunde der Blasmusik. Unter diesem Motto findet das heurige Frühjahrskonzert der Musikkapelle Mühlen hier in der Aula Magna, bei uns besser bekannt als das Pfarrheim, statt. Im Namen der Musikkapelle von Mühlen möchte ich somit alle recht herzlich zum diesjährigen Frühjahrskonzert begrüßen. Begrüßen möchte ich die Vertreter der öffentlichen Verwaltung und des Verbandes Südtiroler Musikkapellen. Stellvertretend hierfür möchte ich folgende Ehrengäste namentlich nennen: unseren geschätzten Herrn Dekan Sepp Wieser sowie Diakon Hermann Vorer, Herrn Bürgermeister Helmut Innerbichler, Frau Vizebürgermeister Mariana Vorer und Referentin für Mühlen Petra Thaler, den Kulturreferenten Meinhard Fuchsbucker sowie alle hier anwesenden Referenten und Gemeinderäte von St. in Darfers, den Fraktionsvorsteher von Mühlen Helmut Rier, den Kommandanten sowie Vizekommandanten der Freiwilligen Feuerwehr von Mühlen Michael Oberholenzer und Harald Mayron-Dinkhoff sowie unsere Fahnenpatin Maria Rier, für den Verband Südtiroler Musikkapellen, den Bezirksschriftführer Stefan Stocker, den Bezirksjugendleiter Stellvertreter Hannes Zingerle sowie den Gebietsvertreter des Dafer Ahrentals und Mitglied der Musikkapelle von Mühlen Christian Oberpichter. Herzlich willkommen. Ein besonderer Willkommensgruß gilt auch den anwesenden Jungmusikanten. Ich bin stolz, sagen zu können, dass wir momentan 23 Jugendliche haben, welche zumindest dabei sind, ein Blasinstrument zu erlernen. Bravo! Sein erstes Frühjahrskonzert am heutigen Abend bestreitet der Jungmusikant Andreas Klammer am Flügelhorn, welchen ich ganz besonders in unserer Mitte begrüße und wünsche ihm dabei viel Erfolg. Weiters begrüßen möchte ich auch den Männerchor Daufers, Frau Elisabeth Feichten-Steger, Franziska Steinhauser, Thomas Engel und Max Kastlunger, die sich bereit erklärt haben, das heutige Konzert musikalisch mitzugestalten. Herzlichen Dank. Herzlich willkommen heißen möchte ich auch unsere ehemaligen Obmänner, Kapellmeister und Mitglieder der Musikkapelle von Mühlen sowie alle Funktionäre und Mitglieder unserer Nachbarkapellen. Weiters möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, mich bei allen freiwilligen Helfern von Mühlen zu bedanken, die im abgelaufenen Jahr bei den verschiedenen Veranstaltungen der Musikkapelle mitgeholfen haben. Bedanken möchte ich mich weiters bei der Gemeindeverwaltung von St. in Darfers sowie bei der Fraktionsverwaltung von Mühlen für die gewährten Beiträge, bei der Direktionsverwaltung der Levit St. in Darfers für die Zurverfügungstellung des Saales, bei der Familie Außerhofer Firma Unionbau GmbH, welche die Kosten für die Einladungen zum heutigen Konzert übernommen haben, bei Frau Oberholenzer Maria für die Dekoration des Saales sowie bei der Freiwilligen Feuerwehr von Mühlen für die Durchführung des Ordnungsdienstes und der Brandwache. Herzlichen Dank. Der größte Dank gilt aber unserem Kapellmeister Stefan Zösch sowie allen Musikanten und Musikantinnen, welche mit viel Geduld und großem Einsatz ein neues Programm einstudiert haben und heute zum Besten geben werden. Wir haben zum Beispiel zuletzt dreimal sonntagabends Vollproben gehabt, was keine Selbstverständlichkeit ist. Deswegen nochmals herzlichen Dank an euch sowie an die jeweiligen Familien für das Verständnis. Durch den heutigen Abend werden Sie nun unsere Jugendleiterin Sabine Feichter sowie die ehemalige Musikantin Erika Gasser führen, welche sich dankenswerterweise auch heuer wiederum dazu bereit erklärt haben. Gute Unterhaltung! Applaus
Liebe Musikfreunde, auch wir freuen uns, Sie zu unserem Konzert begrüßen zu dürfen und heißen Sie herzlich willkommen. Gemeinsam werden wir durch das Programm führen und Ihnen einiges über unsere Musikstücke und deren Komponisten erzählen. Heuer besteht unser Konzert aus zwei Teilen. Der erste Teil steht unter dem Thema Aufbruch in die neue Welt mit musikalischen Rhythmen und Werken aus verschiedenen Ländern Amerikas. Im zweiten Teil segeln wir zurück in die Heimat und spielen traditionelle Musikstücke vom alpenländischen Raum bis nach Mähren. Wir haben unsere musikalische Reise in Portugal begonnen. O Vitinho zählt zu den schönsten Märschen dieses Landes. Voller Eleganz, Esprit und Leidenschaft steht dieser Marsch für die beschwingte Heiterkeit Portugals. Der Komponist Francisco Marques Neto war ein geschätzter Klarinettenvirtuose und Dirigent verschiedener Blasorchester. Kennzeichnend war sein besonderes Gespür für Klangfarben in der Musik. Von Portugal geht es über den Atlantik weiter nach Nordamerika. Es folgt jetzt die Appalachian Overture von James Barnes. Der amerikanische Komponist unterrichtet Orchestration, Arrangieren und Komposition. Für seine hervorragende zeitgenössische Musik wurde er mehrmals ausgezeichnet. Appalachian Overture, eine Auftragskomposition der öffentlichen Schule von Elements im US-Bundesstaat North Carolina, schildert die Gegend der Appalachen. Diese abwechslungsreiche und eindrucksvolle Bergwelt an der Ostküste der USA beschreibt Barnes mit musikalisch pompösen Pauken und Blecheinsätzen, die sich mit virtuosen Passagen der Flöten, Klarinetten und Saxophone abwechseln. Während das Flügelhorn-Solo den unvergleichbaren Ausblick von den Gipfeln musikalisch beschreibt, werden sie andere Teile mit Western-Szenen in Verbindung bringen. Wir freuen uns, dass auch heuer unsere Kapelle mit einem Kontrabass ergänzt wird. Herzlichen Dank an Elisabeth Feichter-Steger. Jetzt aber wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung mit der Appalachian Overture. Thank you.
Verehrte Ehrengäste, die heutige Veranstaltung ist sicher geeignet, einmal all jenen Danke sagen zu können, welche über viele Jahre bei der Musikkapelle ehrenamtlich dabei sind. Auch jene jungen Musikanten, welche im vergangenen Jahr ein Leistungsabzeichen gemacht haben, sollen im Rahmen des heutigen Konzertes genannt werden. Diese wären Alexander Ponticello an der Querflöte, Christoph Blankensteiner am Schlagzeug welche im vergangenen Jahr das Leistungsabzeichen Bronze gemacht haben. Herzliche Gratulation. Für 25-jährige Mitgliedschaft bei Musikkapellen werden heute ausgezeichnet Georg Kofler am Waldhorn sowie meine Wenigkeit Christoph Mutschlechner an der Klarinette. Ich ersuche nun den Bezirksschriftführer Stefan Stocker zusammen mit dem Bezirksjugendleiter-Stellvertreter Hannes Zingerle die Ehrungen vorzunehmen. Geschätztes Publikum, liebe Musikantinnen und Musikanten, werte Ehrengäste, auch von meiner Seite ein schönen guten Abend, Herr. Mich freut es, dass ich heute bei den eingeladen wirst, bin, zu den Konzert heute die Ehrungen zu machen, als Vertreter von Bezirk Bruneck im Verband Südtiroler Musikkapellen. Wie gesagt, meine Aufgabe ist heute, zwei lang gedienter Musikanten zu ehren, und zwar für 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert, unter anderem in Oebern. Und 25 Jahre ist eine lange Zeit und ganz kurz. Ich möchte nicht gleich in die Musikanten danken, sondern auch ganz kurz, weil heute der Anlass ja dementsprechend ist, ganz in die Mieter und allgemein in die Frauen. Weil ohne die Mieter und die Frauen war sicher auch sehr Verein, also die Musik nicht möglich, weil die meisten, wie wir wissen, fangen mal als Jungmusikanten an, wie wir gehört haben. Und selber braucht es meistens nur die Mieter, weil die Eltern hauptsächlich die Mieter, was da wieder hinter sein und sagen, dit, lehrt etwas und. Ja, klar, als in der Schule halt auch. Und dann auch, weil man einmal älter ist, noch in der Galling, hat man halt Familie und da ist die Frau halt da. Und deshalb muss man halt auch noch wieder halt schauen, dass es gehen lässt, wenn man sich bei der Musik etwas zu tun hat. Und wenn man dann weiß, wie viele Auftritte hat, eine Musik hat und dann auch hat, dass ungerechnet mindestens einmal jeden zweiten Tag ein Auftritt ist, wo die Frau dann muss verzichten auf den Mann. Also denke ich, ist der Tag sicher auch würdig, dass man heute wirklich in die Frauen und mir dann mehr dankt. Aber nichtsdestotrotz, heute sind wir da in die Musikanten zählen und deswegen darf ich jetzt gleich weitergehen mit der Verlesung der Urkunde. Also der Wortlaut ist Verband Südtiroler Musikkapellen, Urkunde, über Antrag der Musikkapelle Mühlen in Taufers. Hat der Vorstand des Verbandes, Herrn Georg Kofler, in Anerkennung seiner 25-jährigen Tätigkeit das Verbands-Ehrenzeichen in Silber als Zeichen des Dankes für die dem Musikleben unseres Landes geleisteten Dienste verliehen. Für die Kapelle hat unterschrieben der Kapellmeister Stefan Zösch, der Obmann Mutschlechner Christoph, der Verbandskapellmeister Sigisbert Mutschlechner und der Verbandsobmann Peppi Bauerstadt. Wie schon gesagt, die zweite Ehrung mit dem gleichen Wortlaut erhält der Öfern von der Wiener Musik. Und zwar ist der Christoph. Und zwar darf ich auch nicht mehr kurz verlesen. Also in Anerkennung seiner 25-jährigen Tätigkeit erhält Herr Christoph Mutschlechner ebenfalls das Verbands-Ehrenzeichen in Silber. Für die Kapelle hat wiederum unterschrieben der Kapellmeister und Obmann und für den Verband der Verbandskapellmeister und der Verbandsobmann. Ja, und Ihnen soll wünsche ich eine gute Unterhaltung und der Musik ein gutes Gelingen. Danke.
Als nächstes dürfen wir den Marsch The Liberty Bell von John Philip Sousa ankündigen. The Liberty Bell heißt übersetzt die Freiheitsglocke. Dieser schwungvolle Marsch ist typisch für den amerikanischen Komponisten Sousa, der unter anderem eine deutsche Mutter hatte. Sousa selbst galt als ausgesprochen tolerant und zeigte das auch in seinen Werken. Neben seiner großen Begabung zeichnete ihn ein hohes Maß an Selbstdisziplin aus. Und sein Hauptziel in den Kompositionen war stets, sein Publikum zu erfreuen. Auch wir hoffen jetzt, Sie mit diesem Marsch erfreuen zu können. Die Klänge der Freiheitsglocke übernimmt in unserem Fall Peter Unterhofer an den Röhrenglocken, die uns der VSM-Bezirk Honeck dankenswerterweise für das heutige Konzert zur Verfügung gestellt hat. Wir wünschen eine gute Unterhaltung. Thank you.
Kapelle Mühlen hat heuer ihre Probentätigkeit wieder mit speziellen Klangschulungen für die Mitglieder erweitert. Hierfür konnte Kapellmeister Stefan Zösch namhafte Musiker gewinnen. Markus Erlacher aus St. Vigil für das Hohe Blech, den Bezirkskapellmeister Eugen Bassler aus St. Georgen für die Tenorhörner, Baritone und Posaunen, Michael Engel aus Kirns für die Bässe, Astrid Bär-Schwärzer aus Geis für die Hörner und den Bezirksjugendleiter Georg Lanz aus Doblach für die Klarinetten und Saxophone. Den Workshop für das Schlagzeugregister leitete Max Kastlunger aus St. Martin in Thurn. Geboren 1978 in Bozen, begann seine musikalische Laufbahn im Alter von 6 Jahren mit der Blockflöte und der Klarinette. Die Klarinette spielte er 11 Jahre lang bei der Musikkapelle seines Heimatdorfes. Die Entdeckung der faszinierenden Welt der Trommeln und Schlaginstrumente begeisterte ihn so sehr, dass er die Musik zu seinem Beruf und seinem Lebensinhalt machte. Sein Motto dabei ist: Musik, ein gesundes und kreatives Spiel für jedes Alter. Kastlunger als absoluter Fachmann in Südtirol auf dem Gebiet ethnischer Percussion-Instrumente verstand es, im Rahmen der Klangschulung unseren Schlagzeugern etwas seines breit gefächerten Wissens weiterzugeben. Es gelang ihm, den Musikern die Schlaginstrumente aus aller Welt näher zu bringen und ihnen neue Rhythmen aus Lateinamerika und notwendige Techniken fast spielend beizubringen. Begrüßen Sie jetzt mit uns Max Kastlunger.
Guten Abend alle miteinander. Danke nochmal dem Kapellmeister für die Einladung, dass ich mitspielen darf. Nach vielen Jahren bin ich wieder bei der Musikkapelle dabei. Das freut mich ganz viel und sogar auch mit Instrumenten, die Sie so gerne spielen in letzter Zeit. Und das erste Stück war eine Komposition, was ich extra für das Konzert arrangiert habe. Mit einem Instrument, was auch sagen wir, von Amerika oder von den karibischen Inseln stammt, aus Trinidad und Tobago. Es nennt sich Steel Pan oder übersetzt Stahlpfanne. Vielleicht kann man sehen, das ist eine Riesenpfanne, was eigentlich ein Ölfass war einmal einesmals. Und es wurde so lange gehämmert und gearbeitet, dass man wirklich verschiedene Noten hat und sogar zwei Oktaven chromatisch. In der Schweiz gibt es eine lange Tradition von Instrumenten. Seit 30 Jahren spielt man Steel Pans. Es gibt bei den 250 Steel-Kapellen, wie bei uns die Musikkapellen, und das habe ich eben aus der Schweiz mitgenommen, in meiner letzten Ausstellung in der Schweiz. Und das machen wir ein Stück mit der Fasstrommel, und zwar ein Calypso, das ist eben eine Rhythmik und ein Musikstil, was typisch für die Karibik ist. Und da braucht man auch eure Hilfe, wenn ihr Lust habt mitzumachen, und zwar ein kleines Wort, was eben zu schreien ist im richtigen Moment, und zwar das heißt Hey! Das kann normalerweise jeder. Machen wir einen kleinen Test. Die Zeit bis vier. Eins, zwei, drei, vier. Hey! Ja, super, alle da. Keiner noch eingeschlafen, das ist schon gut. Und zwar werden wir da eben noch die rhythmische Begleitung haben. Und dann Gerling, wenn ihr uns Sachen gibt, vielleicht habt ihr Lust noch mitzuklatschen, dann machen wir ein gemeinsames Musizieren. Dankeschön. Thank you.
Wir hören jetzt für Sie die Latino-Klassiker Tico Tico von Sequina Andreu und El Cumbangero von Rafael Hernandez interpretieren. Zwei Musiker sind dabei besonders zu erwähnen: die Solistin Judith Schwenbacher an der Piccolo-Flöte und Max Kastlunger an den Percussions. Im Rahmen des Workshops haben wir das Schlagzeugregister um einen jungen Mann erweitert. Samuel Steger, Jungmusikant der Musikkapelle, war dabei begeisterter Zusatzteilnehmer und hat bewiesen, dass auch er den Rhythmus im Blut hat. Als Lohn für seinen Einsatz schnuppert Samuel im nachfolgenden Stück Latin Forever erstmals Kapellenluft. An dieser Stelle bedanken wir uns auch bei Thomas Engel, der uns bei diesem Stück, wie bereits im vorigen Jahr, an der E-Gitarre unterstützt. Thank you.
Den zweiten Teil unseres Konzertes haben wir mit dem Marsch mit vollen Segeln eingeleitet. In diesem Sinne sind wir von Amerika über den stürmischen Atlantik wieder in unsere Heimat zurückgekehrt. Der Konzertmarsch mit vollen Segeln des jungen Nordtirolers Klaus Strobl ist in der Kompositionsform sehr traditionell gehalten. Interessant sind die harmonischen Melodielinien und verspielten Holzverzierungen, die sich mit den kräftigen Bass-Soli und Trompetensignalen abwechseln. Als nächstes spielen wir ein choralartiges, liedförmiges Konzertstück aus der Heimat von Werner Brüggemann. Das Werk erinnert aufgrund seiner alpenländischen Charakterzüge sehr an eine Idylle in der Natur unserer Heimat. Um diese Eindrücke zu verstärken, wird dieses Stück mit passenden Bildern und Impressionen aus dem Taufrar Ahrental untermalt, dankenswerterweise zur Verfügung gestellt von Walter Lücker. Liebes Publikum, wir unterhalten Sie jetzt mit dem Konzertstück aus der Heimat. Jetzt dürfen wir Ihnen einen besonderen Höhepunkt unseres Konzertes präsentieren. Die Uraufführung des Taufrarliedes in der Bearbeitung für Blasorchester. Peter und Hans Oberholenzer, die Zechinter-Brüder, spielten 1967 mit dem Gedanken, eine Oberkrainer-Besetzung
für das Bauferertal zusammenzustellen. Das ist ihnen auch gelungen. So hatten dann die Brüder Peter, Hans und Franz Oberholenzer gemeinsam mit dem Josef Brenn, dem Hittelbäcker aus Mühlen, und mit dem Karl Oberholenzer, dem Köhler Karl aus St. Johann, am Stephanstag 1967 ihren ersten Auftritt. In der Spielzeit von 1967 bis 1984 wechselten die Musikanten der lustigen Taufer mehrmals. Hans und Peter waren die gesamten 17 Jahre Kopf der Gruppe. Karl Oberholenzer wurde später von Hans Oberhofer, dem Weißner Hans aus Luttag, ersetzt und 1969 kam Rudolf Kirchler am Bariton dazu. Die Gründung der Gruppe fand großen Anklang und sprach sich schnell herum. Auch David Oberholenzer erfuhr davon, und zwar im Gefängnis in Bozen, in welches er aufgrund der Verhaftungswelle in Mühlen gebracht worden war. Dort schrieb er die Textvorlage für das bekannte Tauferlied. Alleine und weit weg von daheim beschrieb er die Sehnsucht und das Heimweh nach seinem geliebten Heimatdorf Mühlen. David Oberholenzer, der selbst auch schon vor seiner Verhaftung bei einer Tanzkapelle mitgespielt hatte, ließ über seine Frau Hedwig den Text Peter Oberholenzer zukommen. So hatte David Oberholenzer als erster die Idee, ein Lied über Mühlen zu schreiben. Peter Oberholenzer setzte sich sogleich in die alte Stube beim Zechentag, neben sich seine Klarinette, und er begann mit Hilfe eines Tonbandes eine Stimme nach der anderen zur Textvorlage zu komponieren. Schließlich, es war bereits am frühen Morgen, da sagte sich der Peter, so, jetzt haben wir's. Entstanden war das Tauferlied, ein Walzer, der die Sehnsucht nach Heimat beschreibt. Der melancholische Klang und die ausdrucksvollen Melodien untermalen den Text der Heimatverbundenheit. Unter anderem heißt es im Lied, der schönste Ort, ich denke so oft an dich. Erstmals öffentlich zur Aufführung kam das Tauferlied bei der Hochzeit von Josef Forer, Egitz Peppe, im Sommer 1968. Den Gesang übernahmen dabei die Geschwister Forer, Messengitschen. David Oberholenzer hingegen musste noch fast 4 Jahre warten, bis er vom Gefängnis zurückgekehrt war. Erst dann, 1972, hatte er die Möglichkeit, das Tauferlied in Peters endgültiger musikalischer Fassung zu hören. Das Lied wurde am 27. Juli 1971 im Bavaria Tonstudio in München auf der ersten Platte der lustigen Tauferer aufgenommen, im Gesang unterstützt von Anton Heidacher, Blomstoner Ton. Das Lied erfreute sich nach wie vor großer Beliebtheit. Wie kam es aber zur Idee der Bearbeitung des Liedes für die Musikkapelle Mühlen? Unser Kapellmeister Stefan Zösch kam mit dem Tauferlied erstmals schon in früher Kindheit in Berührung. In einer zu Hause am Dachboden gefundenen Schallplattensammlung kam ihm eine Singleplatte der lustigen Tauferer mit dem Tauferlied und der Mühlener Polka in die Hände. Nachdem die meisten anderen Platten aus seiner Sammlung von bekannten Radio- und Fernsehgrößen der Vergangenheit stammten, hatte die Platte der lustigen Taufer und der Oberkrainer Musik generell für ihn eine besondere Bedeutung. Es war damals etwas Besonderes, dass eine Tanzkapelle aus seiner Nähe eine eigene Schallplatte aufweisen konnte. So spielte er die Langspielplatte mit dem Tauferlied über die Jahre unzählige Male auf und ab. Erst nach und nach erfuhr er, wer sich hinter den Tauferern verbirgt. Den Komponisten Peter lernte er schon früher in Blasmusikkreisen kennen, den Texter David eigentlich erst,
nach seinem Kapellmeisterantritt in Mühlen vor wenigen Jahren. Tiefgreifend war für Stefan an dieser Stelle zudem noch zu erfahren, unter welchen Umständen David den Text verfasst hatte. Davids Worte kamen mit Sicherheit aus dem tiefsten Inneren, geprägt von Sehnsucht und Heimweh nach seinem geliebten Mühlen. Stefan reizte der Gedanke, eine Blasorchesterfassung für die Musikkapelle Mühlen zu schaffen, da er das Lied seit seiner Kindheit mit einem gewissen persönlichen Mythos verbindet. Aber auch, weil ehemalige Mitglieder der Gruppe sowie der Texter selbst aktiv in der Kapelle, die er dirigiert, mitspielen. Er hofft damit den lustigen Tauferern sowie der Musikkapelle und der Mühlener Bevölkerung eine kleine Freude zu bereiten. Und das ist ihm auch gelungen. Danke Stefan für die Bemühungen. Wir gratulieren zum gelungenen Ergebnis. Hören Sie nun das Taufeierlied in Bearbeitung für Blasorchester unter Mitwirkung des Männerchores Taufers. Bedanken wir uns bei den Sängern, beim Obmann Reinhold Vobichler und beim Chorleiter Christian Unterhofer, der sich sofort bereit erklärt hat, den Gesang einzustudieren. Das Tauflerlied wird zudem mit passenden Bildern und Filmmaterial umrahmt. Wir wünschen Ihnen eine gute Unterhaltung.
Als nächstes spielen wir Heimatgrüße aus Tirol. Bei diesem Werk handelt es sich um eine Bearbeitung eines alten Tiroler Volksliedes für großes Blasorchester mit Gesang. Den Gesangsteil übernimmt wieder der Männerchor Taufers und an der Harfe begleitet uns Franziska Steinhauser aus St. Jakob. Herzlichen Dank! Der Komponist dieses Stückes, Hannes Abfolderer aus Weinhofen im Zillertal, ist ein sehr erfolgreicher Klarinettist und bekannter Kapellmeister. Unter anderem dirigiert er die bekannten Original-Tiroler Kaiserjäger. Hören Sie nun Heimatgrüße aus Tirol. Thank you.
Mittlerweile geht unser Konzert auch schon dem Ende zu. Wir verabschieden uns mit der Polka Mein schönes Heimatdorf von Antonín Zvacek. Der mährische Polka-König hat die Bystrozitska-Polka in Deutsch Mein schönes Heimatdorf einem Ort in Mähren gewidmet. Aus einer kinderreichen Familie stammend, spielte bei Zvacek die Musik schon im Kindesalter eine große Rolle. Seine Werke drücken meist eine große Heimatverbundenheit aus. Wir hoffen, dass Sie auf unserer musikalischen Reise durch die alte und neue Welt interessante und spannende Eindrücke erleben konnten und dass Ihnen unser Konzert gefallen hat. Wer möchte, kann dies dann auch durch eine freiwillige Spende bei unseren Marketenderinnen am Ausgang honorieren. Wir danken im Voraus. Aber jetzt, wie versprochen, Mein schönes Heimatdorf von Antonín Zvacek. Danke für Ihr Kommen und für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute Heimfahrt.